geschaut haben. Aha, jetzt sind wir in dem Gebiet. Wir können also auch wieder zurückreisen. Das ist wahrscheinlich nicht das Problem. Das können wir wahrscheinlich machen, durch die Tunnel dann immer. Ah, das wird sich wahrscheinlich dann hier so rumziehen. Und da hinten müssen wir wahrscheinlich auch noch hin. Oh Gott, oh, wir haben noch so viel zu tun. Wir haben noch so viel zu tun. Aber was für ein Weg das Spiel jetzt einschlägt, ist ja faszinierend. Ich würde mich gerne ein wenig umgucken, bevor ich jetzt irgendwie was an... Was? Befreie die Gefangenen? Bevor ich jetzt irgendwas hier tue oder so, würde ich gerne ein bisschen umsehen. Um mich so ein bisschen hier, ja, warm zu spielen. Ein ganz anderer Weg des Spiels. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so... Unter den Bewohnern von Earlston gehen Gerüchte über einen Dachgarten in der Nähe deiner aktuellen Position um. Okay, wenn du einen Dachgarten. Weg findest, ihn zu erreichen, kann ich ein paar Leute hinschicken, um ihn auszubauen und zu schützen. Ein Dachgarten. Die Frage ist natürlich, wie weit dürfen wir wohin laufen? Das ist die große Frage. Gelbe Zone von Earlston. Wie leer die Straßen hier sind, das ist unfassbar. Oh mein Gott. Okay. Ich würde es gerne mal probieren mit dem Garten oben. Hey, wie geht's dir? Was? Wer redet denn da? Die Leute glauben, dass die Kämpfe mehr Probleme verursachen. Ich sage einfach nur, abwarten. Mhm. Warte, es aber ganz schön lange, so wie es aussieht. Alles klar bei dir? Ja, ja, alles klar. Ich muss nur gerade schauen, wie ich am besten... Ist es nicht einfach, wenn man alleine ist? Ich frage mich, wie ich auf das Dach komme. Was da draußen ist? Über das Gebäude komme ich auf das Dach. Die Frage ist nur, wie komme ich in das Gebäude rein? Zumindest nach oben, in die oberen Etagen. Da muss ich mal schauen. Gibt es hier eine Treppe? Okay, die Tür kann ich nicht benutzen. Aber irgendwo wird es doch... Ah, wahrscheinlich ermorde den KVA-Offizier. Oh Gott, das sind alles Nebenmissionen wahrscheinlich. Ich bin jetzt mal ein bisschen mutig. So, wir müssen hier ganz vorsichtig vorgehen. Wir müssen auf jeden Fall in das Gebäude rein. Oh Gott. So. Ich bleib mal geduckt, weil ich glaube nicht, dass wir auf dem Dach bleiben sollten. Okay, Solarmodule sind ein bisschen zerstört. Boah, wie geil das ist, Alter. Oh, da unten wird gerade gekämpft. Und Apex will dir alles einnehmen. Boah, das ist schon cool, dass man jetzt hier so rumschleichen muss und alles. Das ist schon verdammt geil. Da oben ist jemand. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Manche Terminals und Türen können... Ja. Komme ich hier rein? Ah, geil. So, schauen wir mal. Gibt's hier... Jawohl, Speicher. Wir sammeln alles wieder ein. Wir müssen ja ein paar Ressourcen wieder sammeln. Wenn wir schon einmal dabei sind. So, Kaffeetasse war unten im Sessel, in der Sesselritze versteckt. Natürlich eine Kaffeetasse, wer hat sie nicht da in der Sesselritze? Er hat Ritze gesagt. Ich traue mich gar nicht, mich so richtig voranzubewegen, weil ich habe Angst immer, dass wenn so eine Drohne kommt, so eine dämliche Drohne, die uns sofort packt und wir sofort Alarm ausgelöst haben. Und ich habe Angst dann, ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll, das ist das Problem. Gucken wir mal. Also, los geht's. Hier ist der Garten auf jeden Fall. Sind wir schon mal richtig? Ja, sehr schön. Dachgarten, Aussichtsposten eingerichtet. Okay, der gehört jetzt uns. Den haben wir schon mal geklärt. Sehr schön. Sauber. Haben wir das erste Gebiet erstmal für uns beansprucht. Ist zwar nicht viel, aber ist ein Anfang. Ist definitiv ein erstmal Anfang. Wenn der Widerstand über den Garten Bescheid weiß, können sie ihn vor der KVA schützen und dafür sorgen, dass die Erzeugnisse die richtigen Abnehmer finden. Gute Arbeit, Brady. Ja. Ich frage mich nur gerade, wie... So, erstmal runter hier.
Gucken wir mal. So. Wie komme ich hier runter? Ungeschadet. Ich probier's. Hallo. Aua. Probier's hier mal. Hier komme ich sogar rein. Haben Sie keine Angst vor den Drohnen in dieser Zone. Die sind zu Ihrem Schutz hier. Aha, die Drohnen sind zu unserem Schutz da. Wo geht's denn hier hin? Befrei die Gefangenen. Wir kommen immer näher von dieser Mission. Wertsachen voll. Wir müssen unbedingt... Ah, Mist. Wir müssen unbedingt die Sachen verkaufen. Am besten beim Händler oder so. Sonst können wir hier nichts aufnehmen. Boah, wie geil das ist, hier rumzulaufen. Einfach so ein bisschen so riskant, aber gleichzeitig auch... So, und ist schon mal weg. Sehr gut, Brady. So werden sich uns noch mehr Leute anschließen. Okay, ich muss irgendwie außer Sicht kommen. Verdammt, wir haben den ersten Alarm. Kann ich mich hier verstecken? Geht das hier? Wo kann ich mich denn verstecken? Hallo? Ich würde mich gerne verstecken irgendwo. Ich würde mich gerne irgendwo verstecken. Hilfe! Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie Ihren Ermittlungsteams. Okay, der Alarm ist aus. Ich heile mich mal eben. Nein, steck die Waffe weg, Alter. Bist du bescheuert? Steck die Waffe weg, Mann! Gehörst du zum Widerstand? Ich wusste doch, dass hier etwas nicht stimmt. Oh Gott. Boah, ist das gefährlich, Alter. Puh. Okay, hier oben ist ein Radio. Interessiert mich jetzt mal gar nicht. Was? Da war ich sicher. Ah, die suchen mich trotzdem noch. Bettler, okay. Bettler, was haben wir hier? Bettler. Fuck, hier kommt jemand. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Aktuelle Terroristen bedrohen. Ich würde gerne einen von hinten cachen oder so, dass wir die ausschalten. Na, aber solange die uns in Ruhe lassen jetzt und abhauen. Gehen wir nochmal zu dem Bettler, mal gucken, was er uns zu sagen hat. Aktuelle Terroristen Bedrohungsstufe niedrig. Hallo. Halten und dem Bettler $10 zu geben. Machen wir. Aber kauf dir keinen Alkohol davon. Und keine Kippen. Dann ist was los. So. Okay, hier oben ist eine Kamera. Kann ich die... Ermorden den KVA-Offizier. Der sitzt natürlich im Auto, ist klar. Ach, die dürfen mich auch nicht sehen. Ich dachte, okay. Nun besten, kooperieren Sie mit Ihren Friedenswächtern, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Oh, was ist das denn hier? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich mach's einfach mal. Ach, Sabotage. 1 von 10. Ach so. Was ist das denn für ein cooler Move gewesen? Ich sollte hier mal weg. Ah, hier sind die Gefangenen. Kann ich den irgendwie... Warte mal, ich versuche den mal von hinten zu umgehen. Boah, ist das spannend. Ist ja krass. Vorhin voll die Action-Passage, also in den letzten Folgen voll die Action-Passage mit Rumgeballer und... Diese Kämpfe, sie sind ein Zeichen. Und Pipapo, und hast du nicht gesehen? Und jetzt hier voll so Splinter Cell-mäßig. Aktuelle Terroristen-Bedrohungsstufe niedrig. So, der war doch hier gerade, ne? Oder? Da ist er.
Ciao. Oh oh. Weiter so, Brady. So kommen noch mehr Leute auf den Flugzeug. Mist, ich hab sogar einen Zivilist. Mist, ich hab einen Zivilist getötet. Ich muss weg hier. Fuck, ihr müsst mich irgendwo verstecken. Wo kann ich mich hier verstecken? Hallo? Hier waren noch irgendwo so Mülltonnen bestimmt, oder? Wo man sich verstecken kann, oder? Verdammt. Lass das! Lass das! Lass mich, aua, lass das! Oh, scheiße. Immer wieder das alte Pfarrhaus neben der Kirche in Ashgate. Ja, habe ich gerade keine Zeit für. Gebäude auszukundschaften und herauszufinden, weshalb sie so ein Interesse daran haben. Es gab einen schwerwiegenden terroristischen Vorfall in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig. Wo sind denn die diese... Warte mal. Wie kann ich das denn sabotieren? Geht das irgendwie? Boah, krass. Da kommen wir bestimmt nicht rein. Aber wo sind denn hier diese Mülltonnen, wo man sich verstecken kann, die sie da im Video gezeigt hatten? Muss ich nochmal eben heilen, da ist jemand. Scheiße, ciao. Ich muss weg. Fuck. Ich glaube, das ist keine gute Idee, hier rumzuballern. Na, spring doch darüber. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, hier rumzuballern. Oh, nein. Ich muss weg. Steck die Scheißwaffe weg, verdammt. Ah, hier. Wir müssen uns ein bisschen verstecken. Das ist ja Wahnsinn. Boah, was ein Stress. Alter Schwede. Guck mal, Baseball steht da. Neighborhood Baseball. Das ist ja... Alter, das ist ja Wahnsinn. Ich frage mich jetzt gerade, ob man, wenn man nicht gesehen wird, generell am Anfang nicht gesehen wird, ob das dann so bleibt, ob man dann trotzdem gejagt wird, auch von Anfang an. Ist irgendwas mit Sabotage hier oben? Ich schau mal eben. Ah, hier, das Ding wieder. Hast du nicht gesehen? Haut ab. Alles okay? Ja, alles okay. Boah, wie cool das ist. Auch so dieses, auch wie gesagt, dieses Stadtgebiet jetzt gerade hier. Ah, hier ist schon mal ein Bettler. Gehört das auch zu einer Nebenquest? Bestimmt. Hier oben scheint noch ein Radio zu sein. Das nehmen wir noch mit, wenn wir schon einmal hier sind. Ich weiß, ist jetzt nicht großartig hier Hauptmission, aber ich finde, es macht voll Spaß, so in der Stadt hier so. Ach, guck mal an. Warte mal eben. Will mal was ausprobieren? Ich hasse es, dass uns dieses einfache Leben aufgezwungen wurde. Aber ich bin froh, dass wir wieder gelernt haben, miteinander zu reden. War ich nicht. War ich nicht? Ich muss weg hier, unbedingt. Ich muss unbedingt weg hier. Einer meiner Freunde ist von einem dreimonatigen Arbeitseinsatz draußen beim New Hope Agricultural Center zurückgekommen. Diesen wunderschönen alten Ackerland. Ich sollte vielleicht... Alter, was? Was war das denn? Oh, da hinten ist einer. Sie fanden es nicht nur erlösend, es brachte sie auch zum Nachdenken. Der sieht mich bestimmt gleich. Thema auch bei uns anwenden. Oder auch nicht. Wenn es uns gelingt, geheime Farmen aufzubauen, kann sich der Widerstand selbst versorgen, anstatt zu stehlen oder sich auf Ausgaben zu verlassen. Was wir dann erreichen können.
So, erstmal verschwinden hier. Huha, Alter. Boah. Boah, krass. Das ist schon heavy. Also, aber es macht Spaß. Auch so diese Nebenmissionen. Da ist einer. Da oben. Da läuft auch schon wieder einer. Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen die irgendwie erledigen, ohne dass sie uns sehen. Verdammt. Läuft jetzt hier am Auto entlang? Rechts oder links? Ah, rechts, okay. Sabotiere den Propagandatruck. Wie sabotiere ich den denn? Wie kann ich den denn sabotieren? Wie mache ich das denn? Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Oh, da kommt noch ein... Nee. Das mache ich mal lieber nicht. Alter, was man hier alles machen muss, ist ja der Wahnsinn. Boah, wie krass. Wie krass. Boah, das ist so übel. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja. Berühmtheit in ganz Philly und einer der besten des Landes. Ich würde gerne diesen Truck sabotieren, aber ich habe... Ich halte mich mal bei der Person hier auf. Es wurde ja gesagt, man soll sich bei Zivilisten aufhalten. Dann fällt man nicht so auf. Schauen wir mal. Na, hör auf zu rennen. Bleib hier. Alter, krass. Achtung, pass auf! Es gab eine Störung. Weiter so, Brady. So kommen noch mehr Leute. Ciao. Oh, die wissen, wo ich bin. Ich glaube, die wissen, wo ich bin. Zumindest fliegt hier noch eine Droh... Was ist das denn? Hä? Was konnte ich denn hier gerade machen mit der Hände? Ach, da! Schnell hier durch. Vielleicht hilft mir das ja. Ich glaube zwar nicht. Vielleicht können wir hier ein bisschen flüchten. Also, wenn wir hier so in der Ecke bleiben... Boah, Alter, ist das... Boah, das ist aber echt spannend. Krass. Nun gut. La la la, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich war noch nie so bereit. Ich war noch nie so bereit. Ja, dann komm doch mit. Ah, hier rein kommt man auch. Aber dazu muss man erstmal... Wir haben jetzt auch gescannt. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hoffe nicht. Oh doch. Uha. Aber solange wir beim... Wir haben den Terroristen in Elm Tree die Ärsche versohlt. Dieser Abschnitt zerstört alles, was wir hier aufbauen wollen. Solange wir beim Zivilisten bleiben, sollten wir angeblich nicht erkannt werden. Wurde ja gesagt. Aber wie geil das gemacht ist, mal ganz ehrlich. Uha. Auf den Boden, sofort, okay. Alter, weg mit dir. Ins Auge. So. Ciao, ich bin tot, ich bin gleich tot. Ja, ich bin tot. Mist. Verdammt. Boah, das ist nicht einfach, ganz ehrlich. Das ist überhaupt nicht einfach. Das bedeutet nicht einfach, nur ein paar Nordpatrouillen abzuknallen. Es geht darum, eine Linie im Sand zu ziehen. Mehr sage ich nicht. Und das beginnt mit kleinen Dingen.